Im Winter sind Engpässe in der Stromversorgung nicht ausgeschlossen. Damit das Netz stabil bleibt, können wir als Übertragungsnetzbetreiber als letztes Mittel die Stromversorgung kontrolliert unterbrechen. Das heißt aber, in manchen Haushalten gibt es vorübergehend keinen Strom. Um das Stromnetz zu entlasten, können Sie als Verbraucherin und Verbraucher Strom sparen. Zum Beispiel können Sie Geräte, die viel Strom verbrauchen, so wenig wie möglich nutzen. Dazu gehören elektrische Heizlüfter. Laufen die in vielen Haushalten gleichzeitig, kann das schlimmstenfalls zu Unterbrechungen in der Stromversorgung führen. Geräte, die überhaupt nicht benötigt werden, sollten ausgeschaltet bleiben. Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner sollten mittags laufen, wenn es sonnig ist, oder nachts, wenn der allgemeine Stromverbrauch niedrig ist. Kommt es trotzdem zu Engpässen, dauert eine kontrollierte Unterbrechung der Stromversorgung nur wenige Stunden. Für diesen Fall sollten Akkus in Laptops und Handys stets geladen sein und Ersatzakkus oder Powerbanks bereitstehen. Sind mobile Batteriespeicher oder Notstromaggregate sinnvoll? Wir weisen darauf hin, sie sind teuer und für eine kurze Abschaltung der Stromversorgung lohnt sich eine Anschaffung nicht. Wenn alle Energie sparen und im Fall der Fälle auf kurzzeitige Unterbrechungen in der Versorgung vorbereitet sind, kommen wir zusammen gut durch den Winter.